Also, wir gucken uns jetzt gemeinsam hier mit Schmucko, Pavlov und Rinderrouladenkrieger aus der Community gemeinsam das Summer Game Fest an. Hier werden Spiele präsentiert von verschiedenen Developern, Publishern, wie zum Beispiel Capcom oder Amazon Games und so weiter und so fort. Also Upcoming Games, Games, die bald dann rauskommen werden. Und dazu gibt es dann so ein bisschen Material, was bisher noch unveröffentlicht war. Und das fängt jetzt an. Wir sind gerade auf dem Kanal von The Game Rewards oder The Game Awards. Und das Ganze beginnt jetzt. Sag mal kurz Hallo, Schmucko, Rinder, Pavlov. Damit man eure Stimme mal gehört hat. Vielleicht Schmucko als erstes. Hallo. Pavlov. Hallo. Rinder. Hallo. Jeff Keighley. Wäre auch süß, wenn ihr einmal aus dem Chat Hallo schreibt, Leute. So einmal kurz Winke, Winke macht. Hallo, Balu, moin. Gönn dir. Heftig, vielen Dank. Gönn dir Olum, gönn dir doch. Ich sehe im Chat gerade nichts mehr. Hello everybody, welcome to Summer Game Fest 2024. You ready to see some video games? Hallo Chicken Win, moin. Danke, dass du Resub, Heavy. We are so thrilled to be here with you, and this is a showcase of what's next for games, live from the YouTube Theater here. Show, first of all, welcome. I know everyone around the world is joining us for this special moment. And I know if you watch this show, you don't just play games, you deeply care about this art form and the health of this industry. The good news is that we have a lot of amazing games to show you from creators. Heffi, hast du gerade 20 Subs verschenkt? Ich sehe es nämlich nicht, mein Twitch ist abgeschissen. Schmucko, könnt ihr das sehen? Ja, ja, hat er. Also, er hat 20 Subs verschenkt? Ja. Oh, Heffi, ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank. But there's also something else happening. Danke, our industry is evolving and changing. And thanks to digital distribution, smaller teams and new creators are finding incredible success. Take a look at this list from Game Discover of the top 10 best-selling new games on Steam so far this year. Two of them Backshot Roulette. Are considered, you know, big company games. But the other eight come from indie, mid-sized teams or solo developers. I look at this list, it's pretty cool, right? And I get inspired that new ideas, new teams and smaller creators can and will break through. It's a reminder to big companies that they have to treat their developers right because today there are many paths to sustainability and success. And that's what makes this industry so great. And you'll see that reflected in the show today because over the next 2 hours, we'll have big franchises on stage like Star Wars, Batman, and Harry Potter, but also smaller titles, including a Harry few Potter? Games made Batman? By single individuals and first-time creators that we invited to be part of this show because Harry we Potter think this platform is important as a way to show you new things that you might not even know about. So when you see a game that piques your interest, please wishlist it or even better, send it to a friend and get them excited. That's how we together can grow the gaming community. We are going to do that today over the next 2 hours as we have a lot of games to show you. Dino, vielen Dank für den Resub in 45 Monaten mit Tier 3. So should we get to the games? All right, it all begins right now. Here's our first announcement. Vielen, vielen Dank, Dino. Next. Hey, look, this is a hot dog guy. Lego. Wir gehen erstmal rein, gucken ein bisschen, sagen Salam Aleikum, Aleikum Salam, Salam. Und danach gucken wir, was wir dann noch so rasieren können. Woher kommt Manuelsen, Digga? Empathy. Oh, hilarity. This guy. Strength. Hey, what game is this anyway? Hey, Horizon Zero. Yeah. I gotta get me one of those. Ooh, sandwich. Sorry, gotta go. Huh? Who is that? That hot dog guy is Aloy, an amazing video game lead. Thunderjaw went mad and is tearing through the valley. Don't worry, I'll bring it down. This is gonna be fun. Ich hab's nie gespielt. Habt ihr's gespielt? Oh, 2-1 gespielt. Und seitdem 2-2.
auf PC released worden bist, am gleichen Tag wie Dragon's Dogma, habe ich zumindest mal auf Wunschliste. Hast du es gefühlt? Erster Teil hat tatsächlich Spaß gemacht, ja. Ich habe es nicht gespielt, tatsächlich. All the shiny things. Woo, money! And making a home. Aloy, the Thunderjaw's back. Oh, right, the Thunderjaw. Woo, that's a big one. Here we go. Wer von euch hat es im Chat gespielt? Ich sehe schon, Wildgulasch und Matt sind große Fans davon. Lego Fortnite war geil. Lego Fortnite, was? Ja, Mann, ich habe das immer mitgewundert. Das war halt übel lustig, das war 3 Tage. Hab auch gespielt. Kein Wunder, dass sich Dinkilo, Matt, Wildgulasch und Rinderrouladen einig sind. Ja, Desium, solche Ausdrücke dulde ich im Chat nicht, ne? Halt dich bitte zurück. Horizon Adventures coming out later this year for PlayStation, but also day one on PC and Nintendo Switch. It's a playful, lighthearted story inspired by the world of Horizon, designed with two-player action in mind, supporting couch and online co-op. All right, now we're going to completely shift the tone to the next game from Torin Banner Studios, the developers behind Chivalry 2. For their next project, they are proud to announce No More Room in Hell 2, the sequel to the 2011 award-winning Source mod. 8 players start separate in the dark, and it's up to you to find your friends and survive with permadeath. Here is the first look. Was ist das für ein Game? Zu 8? Das klingt voll interessant. Von Banner Studios. Boah, was für eine Kulisse, Digga. Ich bin raus. Alhamdulillah. Oha, oha. Zu 8, Digga, zu 8? Das wäre übel witzig. Oh nein. Boah, guck dir mal die Atmosphäre an, Digga. Ja, bismillah. Das sehe ich uns, oder? Man muss sich zum Finden und dann überleben und weiterfinden. Und wenn man stirbt, ist man für immer tot. Also für die Runde. Okay, geil. Geil, geil. Also das sieht nach wirklich viel Content aus. Permadeath. 8 Spieler Koop. Massive replayable map. No More Room in Hell 2. Early Access 2024 Halloween. Boah, das sieht nach einem fetten Halloween Special aus, Leute. Really, really intense. All right. To introduce our next game, please join me in welcoming someone who I've known for over a decade. She's been a huge fan of some of our reveals like Street Fighter 6 a few years ago and of course Final Fantasy 7 Rebirth last year. Das haben die eigentlich gut in den Griff bekommen. Also voll viele Games auf dem Index in Deutschland wurden aus der Liste entfernt. Clap, clap. Thank you, Jeff. Hi, everyone. I am so excited to be here at Summer Game Fest. I'm here with you today to share some even more super fun trailers. So let's get straight to another world premiere. This is a highly anticipated game from a beloved franchise. Let's take a look. As young witches and wizards, we all dream of soaring through the sky like our favorite heroes. This is neues Harry Potter. When it comes to Quidditch, we've all wondered, do I have what it takes to be the next Quidditch star? To beat your toughest opponent? Ich weiß nicht, Leute, aber ich bin jetzt nicht so ein großer Harry Potter Fan. Ich meine, ja, ich habe alle Filme geguckt, ne? Und ich habe auch früher auf PlayStation 1, 2 Harry Potter die Spiele gespielt, aber hab's jetzt nicht so gefühlt.
FIFA Harry Potter Edition. Ja, wahrscheinlich gibt's dann auch so Dings hier. Packs zum Öffnen. Ich bin eigentlich geisteskranker Harry Potter Fan. Ich habe alle Bücher mehrfach gelesen, Hörbücher habe ich alles. Aber was, du kannst lesen? Ja. Heftig. Das war vor Twitch. Quidditch Champions? Es geht in dem Spiel nur um Quidditch. 3. September. Komm, hör mir auf. Hör mir auf. Auf gar keinen Fall. That's Harry Potter Quidditch Champions launching worldwide on September 3rd for consoles and PC. Now we move from the Potterverse to a brand new world. It hails from a single developer, Gavin Eisenbeiss, up in Seattle, who has been making games all by himself for a decade. His last title, Choo Choo Charles, was a fan favorite, and he showed me this next game a few months ago, and I really wanted to debut it here. Get ready to backstab, race, or cooperate with up to 20 of your friends in Cuffbust. Ich kenne nicht mal 20 Leute. Geh los. Hey, Digga, wir müssen aus dem Knast raus. Das ist unser Spiel. Prison Break, hä? Habt ihr die Seife gesehen? Lass die Seife nicht fallen. Ja, ja. Mann, wie sie ihn wegbumsen. Oha. Schmucko, da sehe ich uns. Komm mal trainieren, wenn wir uns in die Scheiße reiten. Hat ein bisschen was von Phasmo, ne? So mit der Kamera spectaten und so. Ja. Ja, ja. Ich feier das generell, dass diese Spiele so seit Among Us halt mehr entwickelt werden. Ja. Lol, er hat noch einfach reingebollert. Sieht witzig aus hier. Ja, das macht schon Spaß. Die graben sich mit einem Löffel einfach durch. Alcatraz. Ist halt deine Rolle. Ja, ist halt ist echt so. Dummes Dinger. Schmuckus Part! Schmucko, das ist Schmuckus Part! Wie heißt das Game? Kaff-Bust? Kaff-Bust oder so? That's a fun one, right? And remember, that's all made by one person. Congratulations, Gavin. Eine Person, so heftig, on stage. Heftig. All right, next one of this year's most anticipated games is Star Wars Outlaws, coming out on August 3rd. Das ist wie Exodus. Exodus ist ein geistesbehinderter Star Wars Fan. Star Wars game where you live the life of a scoundrel. On Monday at 12 p.m. Pacific, you'll get to see a full gameplay. Also wenn es die Auswahl gäbe zwischen weiteren Mod bei mir sein oder Star Wars Early Access eine Woche vorher, wäre direkt der erste, der Mod da sein abbrechen würde. A friend needs a little something stolen. Let's raise the stakes, shall we? Pablo, was hast du da gemacht gerade? Ja, das ist so Tannenbusch-Alltag, weißt du? Ja. August 30. Star Wars Outlaw. I think I spotted Lando there. So great. And by the way, I'm just noticing everything we're showing you so far, I think is going to be, you know, coming out, you know, this year, Cuffbust. I'm not quite sure, but it's like, it's so cool that there's stuff that we're going to get to play in the next few months here. All right, well, moving back to smaller teams, a few weeks ago, I had a chance to play through this next game, and I have to say, it is really spectacular. Neva comes from Nomada Studio, the creators of the Game Award-winning game, Grease. It chronicles the story of Alba, a woman bound to a curious wolf cub. Here's your first ever look at the gameplay.
Ich find's geil, dass sie die Spiele direkt so anzeigen, Digga. So direkt zeigen. Ja, und so Schlag auf Schlag, ne? Ja, Schlag auf Schlag. Ich dachte erstmal, die stallen des Grauens erstmal. Nach diesen 2 Stunden werden 3 oder 4 Spiele direkt detaillierter vorgestellt. Das ist wirklich Trailer an Trailer. Aber Gameplay-Fotos oder irgendwas. Oh, Jelly, das passt für dich. Oh, Jesus. Mindestens Chardas, wenn einer Frau hinterherläuft. Ich sag ehrlich, ich fühle solche Games gar nicht. Ich auch nicht und ich frag mich, für wen die eigentlich entwickelt werden. Also ah, ich kann mir schon vorstellen, dass es da viele Kinder Menschen sind, gibt, die sowas mögen. Habt ihr mal Limbo gespielt? Ich denke nicht, was das sein soll. Nur im Real Life. Ey, guck mal, der Wolf ist gewachsen. Oder der Fuchs oder der Reh, keine Ahnung, was das sein soll. Neva. Ja, never spiele ich das Spiel. Trust me, that game is such a true work of art, especially in some of the combat. It is tons of fun to play. And there's much more coming later today in the Devolver Direct, which will air directly after the Day of the Devs on this same stream. So we got lots more for you. All right, next, it's time for our next game announcement. Study the past if you would define the future. All are architects. Prince of Persia oder so? Working in these walls of time. Dune Awakening? Let us all for death prepare. Or on the last great journey fare. Let me not. Nah, ich glaube nicht, dass Dune ist. Ingloriously and without a struggle. Guck mal, wie viele verschiedene das ist. Ägypten, Samurai. First do some great thing. That shall be told among men hereafter. Each of us shall endure this world's life until the end. Ich würde auch sagen, so Civilization eher. Diese ganzen verschiedenen Epochen, weißt du? Guck mal, jetzt industriell. Your names shall not be lost. Rocket Science, das muss Civilization sein. So it shall be. Ah. Ja. Oha! Civilization 7, 2025. Unge-Reaction, Leute. Er hat schon geguckt. Hello everyone at Summer Game Fest. On behalf of the Firaxis team, we are thrilled to finally announce that Civilization 7 is coming day and date to PC and consoles next year. I'm in awe of the amazing team that has brought us to this moment, but we also have to thank you, our incredible fans around the world, for your overwhelming support of this franchise for over 30 years. We can't wait to share more, and we hope you'll join us later this summer for the full reveal of Civilization 7. Nee, in the meantime, stay civilized. Oh, Black Myth Wukong! Ja, Black Myth Wukong, Digga, ja! Boah, das wird heftig, Leute. Das wird heftig. Ja, geil. Geil. Das wird heftig. Das wird heftig, Leute. Black Myth Wukong, das wird geil. 20. August 2024.
Stark, stark, das wird stark, Leute. Da wird der Gelbe gezückt, Bruder. Ah, das wird richtig nice. Das wird richtig nice. Lässt du dich da krank schreiben, Wacker, um das zu spielen? Ich hab wohl überlegt, ich sag wieso nicht. Meta-Quest? Meta-Quest ist hier mit VR-Brille, ne? Best VR-Game made ever, stand da. Wacker, hast du VR-Brille? Ne, hab ich nicht. Asgard's Wrath 2. Perhaps humans were fated to build the monoliths, reaching heaven and returning with a gift. Stardust. But mankind was given more than it wished for. Not progress, but chaos. Every new height brings a terrible fall. And yet hope still glimmers. Even in the depths of the unknown, like mayflies. Sieht nach so einem Survival Game aus. We die to live again. In Koop, okay. The smallest creatures show the greatest resilience. Wherever we remain standing, we stand together. Once Human, 9. Juli 2024. Okay. What does greatness mean to you? Okay, kommt hier auf jeden Fall. SpongeBob. Amazon Luna. Das ist deren Typ-Post-Now. Oh, das stammt von Samsung, Schmucko. Das Samsung gerade. Samsung Gaming. Oh, Digga, das ist Mobile Gaming. Samsung Gaming Hub. Any of you faced Tyranids before? Only these Warhammer. Past 2 days. Then there is much to learn. The numbers are endless. I will take you all with me. Brothers, we fight! For Ultima! Warhammer Space Marine. 20. Juni, ist ja schon 2 Wochen. All right, welcome back to Summer Game Fest. We've got some amazing developer guests joining us throughout the show, and I'm very excited to introduce our first guests. They are legendary creators who are working on a brand new fantasy RPG Metaphor. Wir merken uns das mal, 20. August 2024, Black Myth, Wukong. Ganz wichtig. And Shigenori Shojima. Weiß ich nicht, Peitsche, wie lange das geht. Thank you, everybody. It is a pleasure to be here. My name is Hashino, and I am the director of Metaphor. It is a pleasure to be here with Mr. Soejima. このゲームはね、アーキタイプという他のゲームで言うところのジョブですね。その姿に主人公たちが変身して明日の未来のために戦うというとても熱いRPGです。 This game is an RPG in which the party members transform into their jobs, which we call archetypes. These archetypes allow you to fight against your enemies. アーキタイプは誰もが持つ不安、不安と向き合うことによって覚醒する力です。すべてのアートワークは力強さとオリジナリティを意識して描いています。その総数は40種類以上にも及びます。 Archetypes are the embodiment of power born from the will to face your fears and anxieties. We gave it our all to instill each and every archetype with a feeling of strength and uniqueness in each of their designs. In total, there will be more than 40 types of archetypes available in the game. These archetypes can gain experience and even evolve. Some of them can evolve into stronger versions.
Hat ein bisschen was von Final Fantasy, ne? So rundenbasiert, glaube ich. あの、我々が作ってきたRPGのノウハウをすべて、あの、結集させて作っています。とても大きなボリュームのゲームです。あの、今日はあの、このアーキタイプをテーマにした最新のトレーラーをお持ちしました。ぜひご覧になってください。ありがとうございました。 So we are pouring all of our acquired expertise into this game to make it as exciting as possible. In fact, we've even brought our latest trailer today, which is centered around the topic of these archetypes. Thank you very much, and we hope you enjoy it. It is said that we all have inherited heroic virtues deep within us. Warte mal, ist das nicht dieses Amazon-Game-Spiel? The reality is... Das ist doch sowas wie, Genshin, oder nicht? Wie heißt das Spiel nochmal? Blue Protocol. A great evil flows through this land. You have found a way. Könnte doch schon sein, oder? Das könnte doch Blue Protocol sein, oder? Achso, nein, das ist das Spiel, was sie gerade vorgestellt haben. Nevermind. Nevermind, ich bin Idiot. Das ist das Spiel, was sie gerade vorgestellt haben. Many more protectors and followers will gather to your side. Remind ja, ich bin lost. Ich bin lost. The same powers lie dormant. Ich bin lost. Come on, hört auf, halt die Fresse im Chat. You must acquire more archetypes and bring them together. Ja. Seid leise. Now you've acquired a most interesting power. An archetype whose existence was only theoretical. You wield power now. Metaphor. 11. Oktober 2024. Such an honor to have Hoshino and Shojima with us on stage. Thank you guys, and for that deep look at the archetypes, such stunning Stellt visual euch vor, gleich designs. Metin 3, imagine. Now we're going to jump into the Arkhamverse. Batman Arkham Shadow is a MetaQuest 3 exclusive VR game coming later this year. Ich sag ganz ehrlich, diese Batman Games, ne, waren heftig, Bro. Ich habe damals die auch alle gespielt, ne, geisteskrank, auf PlayStation 3. Here's your first look at the story trailer for Batman Arkham Shadow. Sogar mit VR? What the fuck? There's a new darkness overtaking Gotham, driving the city mad. Is the only light left. Frankfurt am Main. It's from the fire in the streets, casting shadows of rats on everything that was once good. Fear is their weapon. But they're not the only ones who can use it. The Rat King will stop at nothing to destroy my city. How far will I go to destroy him? Batman Arkham Shadow, Herbst 2024. Mit VR-Brille. Boah, das wird heftig. Das Ding ist aber, bei VR-Brillen ist ja das Problem, dass du ganz schnell Motion Sickness bekommst, dass du diese Krankheit bekommst. Du weißt, also ein bisschen. Deswegen kann man das, glaube ich, nicht so lange am Stück spielen. Ich habe damals mal tatsächlich ein paar Games mit VR-Brille von einem Kollegen gespielt. Und dadurch, dass du ja die ganze Zeit stehen bleibst, aber dich im Kopf bewegst, war das mal geisteskrank. Danach hattest du immer so eine Behinderung. Because I have been a fan of this series ever since one of its first iteration and have been playing each one ever since. So, let's check it out. Jungs, was soll das sein jetzt? Habe ich auch nicht richtig mitbekommen. Sie hat nur gesagt, dass sie jede Erscheinung gespielt hat. Harry. Ich
kommst du weiter. Join the fight in year 2. One year after the Dragon's Meteor invasion. Tears of Metal. Das ist schon das nächste Spiel. Ja. Aber hat auch irgendwas, ne? Bei The Walking Dead, ne, dieser Zeichenstil. Also sieht schon nice aus irgendwie. Oh, dickster Aggression auch. Ne, das erklärt, wenn einer sagt, die Alerts müssen aus. Braveheart. Ja, wenn das Gameplay geil ist, dann ist das so schön. Doch. Roguelike. Ja. Oh, Roguelike. Okay, krass. Digga, wir haben jetzt schon 3-4 Spieler, was sollen wir noch alles spielen? Ist halt so ein Game, wenn du einfach nur Bock hast, Leute umzuklatschen. Unreal Engine. Oh, Leute, euer Sparkling kommt jetzt. Dragon Ball Z Sparking Sparking irgendwas. Sparking Zero, ja. Einfach kostenlos. Stimmt, das Metal Gear Remake von Metal Gear 3, Snake Eater. Das wäre auch heftig. Das ist schon geil, oder? Boah, Grunts, Ultra Saiyajin, am besten. Oktober 2024, genau wie das andere japanische Game da. There you go, Internet. We got your release date for Sparking Zero, October 11th. Now we step into the world of Delta Force Hawk Ops, a free-to-play tactical shooter available to play on all Delta platforms. Force? Here's a look at their multiplayer FPS extraction mode. It's free-to-play. Have a shooter yet? Rally up. We've got a new mission. Kind of low. Operation Light. The situation at Zero Dam is now very serious. The conflict's escalating between Havoc Corps and Alsara Guard. It's time to take action. Objective. Reicht dir nicht ein Game, wo du schon nicht. Reicht dir nicht schon ein Shooter-Game, wo du nicht Dia erreichst? Komm, bitte. Ich bin kurz vor Dia, ja. Swiftly and silently. Wenn Dia noch reinsticht. Tut weh. Looks like someone beat us to it. We need to pick up the pace. Ja, das war doch dein Koop-Game, oder nicht? So, nee, okay. Go, go, go. Boah, nee, ich glaub, das ist scheiße.
Ist das schäumt schon. Nein, ich spiel da nicht voller Spiel. Thank you. Das ist ein Extraction-Shooter, da gibt's kein Ranking. War auch nur Joke, Bro. All clear. Prepare for decoding. That's all for Mission Brief. The drill is over. Operation commences. Good luck. Alpha but that is not all. The game's premium campaign mode, Black Hawk Down, is a reimagining of the original game that is also fully licensed to recreate moments from the award-winning Ridley Scott movie. Here is your world premiere first look at that gameplay. So is this yeah, from Black Hawk Down. Delta Force Black Hawk Down. Why are they burning tires? RPG! Hold on! All units prepared for landing. 15, 1 foot. Clear. Secure and capture a team in your cabinet. Over. Get down! Hallo Berti, vielen Dank für den Reset im 53. Monat. Vielen Dank. Dafür ist nichts gut. Macht nicht mit. And now, I have an update for you on Fatal Fury, City of the Wolves. For real this time. City of the Wolves? Street Fighter. Time to step sail. Ich hab mich abgelehnt. Wusste, was im Chat passieren würde. Halo Infinite? Backer, hörst du mit deinen alten Kopfhörern bestimmt geisteskrank. G8, Digga. Taui kostet er. Wow. 4K. Schon süß aus, was ist das? So ein
Multiplayer-Game, wo man sich so ein bisschen kloppen kann. Brawl-Stars-mäßig, meinst du? Ja. Ich hab so ein bisschen Super Smash Bros. Vibes. Battle Crush. 27. Juni. Ey, wie heißt nochmal der Anime Brotherhood? Full Metal, hier. Full Metal. Nicht Alchemist, sondern Full Metal Panic. Gab's da auch mal so ein Anime. Da ging es da auch um diese ganzen japanischen Roboter und so, wo du da reinsteigst und so. Ich hab die alle nie gefühlt, Leute. Ich hab die alle nie gefühlt. Auch die Spiele nicht, die Filme nicht, die Animes nicht, gar nichts. Ich meine, diese Mechas und Gentama, ja genau. Ich habe halt damals auch Full Metal Panic geguckt. Da geht's ja auch darum. Weiß ich nicht, Bro. Weiß ich nicht. Irgendwas so früh, dass mein Bruder geisteskrank fühlen würde und der ist 11. Und so Kreditkarten klauen geht und so, deswegen. Also ist nicht böse gemeint, sondern wirklich so. Das ist die Zukunft. Summer Game Fest and that was a look at Mecha Break with its immersive aerial and ground combat with lightning fast maneuvers. Next, Jason Blum and his Blumhouse banner have become synonymous with incredible horror films over the years, like Get Out, Megan, and last year's Five Nights at Freddy's. Well, now Blumhouse is entering the video game world in a big way. Das sieht gut aus. Das ist ein Horror Game. Ja. Ein Horror-Game spielen, ja. Mag die auch nicht. Ich auch nicht, aber ich hätte immer gezwungen. Im Stream. Dark times await us. Vengeance will take shape. Oh nee. Ich hasse so auch noch mit Puppen, Okay, sieht doch schlecht aus. Das? Was ist das, Digga? Was ist das für ein Scheiß? I cannot sleep. I cannot sleep. Nein, das ist von Five Nights at Freddy's. Da ist ein Twist. I am terrified to sleep. And I am scared to death to stay awake. Don't worry, Viv. If any ghosts actually show up, I'll protect you. Amy? I'll save you, no matter what. Just go home. Amy! The local police department asked me to help with a case. Why would they need a game designer? Should have some developer mode. Ja, sind die ganzen Games connected oder ist das nur so eine Vorschau, was sie so gemacht haben? Project C. Dark times await us. Nein, das ist alles in einem. Ja. Ich glaube auch, das ist alles in einem Game. Ja. Achso, das ist die Firma. Bald auf Game Boy Color, Jungs. Nee, das sind verschiedene Games, glaube ich. Blumhouse Games. Ja. Ich glaube, das sind alles verschiedene Games gewesen. Please welcome Jason Blum, CEO and founder of Blumhouse, and Luis Blaine, creative lead at Blumhouse Games. Hey guys, so we got ourselves a full slate there. That's incredible. So Jason, tell us a bit about why did you want to get into games like this? What are we doing? Well, we've been very, very busy. I'm very happy to be here. Thank you for having us. Thank you guys all. Great to hear the fans out there. You'll all be very happy to know we're working at this very minute on the sequel of Five Nights at Freddy's. It's coming. Don't worry. Anyway, horror is, to my great relief, getting more and more popular. Our movies are working. It's working on streaming. It's working in live events. And we wanted to try and take our approach to movies and apply it to games.
And that's what you see here. We're going to do independent games. We're going to look for creators and give them a platform and encourage these creators to be weird and subversive and find the most effed up, scariest things they can and put them into really cool games. Well, they look great. It's a really diverse, cool slate. Luis, tell us a bit about, we saw a bunch of games there. What can you tell us about kind of the overall lineup of games? Well, as you just saw from our slate, our horror games are a lot like Blumhouse movies. They come in many different flavors of fear, which means there's a horror game for everyone. So maybe you're a fan of nostalgic 90s experiences with a bit of a twist, intense first-person shooters, or maybe, Jeff, you just want some bonus murder in your otherwise very cozy farming sim. I think, you know, we as horror fans, we know that there are so many different subgenres to explore. And our independent development partners, they feel the same and they're just as excited, which means we've got psychological nightmares, we have supernatural scares, we have cosmic horror. And our team has worked really hard to work with global, creative, talented partners. And that means for us that we really want to, as we're working in indie projects, yeah, which means that we can take risks, you know, we can be flexible, and really we can push the limits of what's possible in scary storytelling, and we're so excited. Yeah, no, it looks awesome, all the stuff you have there, and I know, you know, we'll get into when games are coming out, but some of these are coming soon, Jason, right? We got a good slate. Well, yeah, we're on PC and console, yeah, we wanted to start with not just one, but we wanted to start with a few games. So you want to tell us about those? Yeah, so Fear the Spotlight is our first release coming later this year, and it really hits our mission statement. It's an amazing 90s horror experience. It's got great characters, a compelling narrative. It's also super creepy, and I think people will be big fans of it, even if you're not normally into horror. And quickly, actually, Fear the Spotlight is getting its first trailer as part of the Day of the Dev Showcase, so stay tuned after the show. Directly after. Awesome. Well, I know this is just the start, so we'll probably be seeing you in future years with more from Blumhouse Games. But guys, what do you think of the slate? Pretty amazing, right? Also, ich denke, die werden ganz, ganz viele Horror-Games auf die Beine stellen. Ja, ich denke, wenn die Spiele nur halb so psycho sind wie die beiden, dann wird das besser. Premiere of a brand new Power Rangers game with a retro feel. Power Rangers? Pretty cool, dieses KD. What the fuck, bro? Jungs. Go, go, Power Rangers! Samstags morgens mit Joe Kellogg's Power Rangers. Ja. Samurai war schon wieder Arsch. Wir rufen den Megazord. Der sieht voll witzig aus, ja? Nein, Mann, nein, nein. Power Rangers ist einfach Game Over, Bro. Kaum einer weiß noch, was Power Rangers ist, Digga. Überleg mal die heutige Generation. Die haben versucht, die Stadt zu mit ihrem letzten Move, wo die sich so umgedreht haben, geht mal alles hinten in die Luft mit der Stadt. Hier eine Folge. Super Kick. Pavlov, kennst du die Power Rangers noch? Ja, natürlich. Ich glaube, das war pinke Power Rangers. Ich wollte nur gucken, ob du 22, 23-Jährige die noch kennen. Ich hab das früher auch geguckt. Weil Wacker ist ja auch 22, deswegen so. Oh yeah, yeah. Das war doch Kim oder was? Das hat sich so angehört. Nein, ja, das war Go Go Power Rangers. Din 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 din. Ey, ich muss, du bist so lost, Digga. Aber so klingt doch, aber so klingt wirklich Kim Possible auch. Ja, nein. Nur weil es die FIFA wie unsere Eltern zur Schule gegangen sind. Warum das was jetzt erzählen? Warum sieht das Spiel so depressing aus? Stell dir mal vor, du spielst als das Kind, du fängst an zu weinen. Das ist wirklich traurig. Power Rangers ist die Adult Version von Among Us. Ja, ja, safe. Alle so farblich angezogen. Fuck, wie seid ihr Community carried? Ich und euch im Rücken. Ich
Guck mal, wie erwachsen ihr geworden seid, Leute. Deep and Boy. Deep. Nee, Deer und Boy. Deer Boy. Das war Deep. Das war von Deep Boy. Officer? What a beautiful game, Deer and Boy, which comes from first-time developer Jason Houdet in Paris, who started that project alone in 2020 during the pandemic. Now has a team of eight helping him realize his vision with financial aid from the French government. And ja, games like that are why we do this show, giving first-time developers a chance to show you what they're working on. All right, next, after a long wait, Kingdom Come Deliverance 2 is arriving later this year. This is a first-person open-world action RPG from Warhorse Studios. Here is a brand new look. Das sagt mir gar nichts. Hans, jetzt sind zwei Hände. Ja. Slate plans of men. Du spielst so einen altdeutschen Bauernjungen. Man proposes. Du bist ein Ritter. But God disposes. And then boots you right in the balls. These two young fellas, I need to find them. One's a smart-ass smith, and the other's a blue-blooded fledgling. You behave like a spoiled brat. How dare you speak? Gentlemen, praise be to our Lord Jesus Christ. Game of Thrones, no? Our Father, there are many sinners in this world. In the end, we all face your judgment for what we should have done. But lacked the courage to do. The last time I ran away, I lost everything. I'm never gonna run from that fucker again. Kiss our asses! God, is this retribution for my sins? To the task! Das sieht aber auch noch VR aus, ne? Nee, aber mich wundert, dass das ein bisschen ein Fleischstück aussieht, allein. Kingdom Game Deliverance 2024. Der erste Teil war realistischer, ne? Next, we step into the dark mind of Silent Hill creator Kayuchiro Toyama-san. Back in 2021, we announced his new game, Slitterhead, at the Game Awards, and now we're giving you a look at the gameplay from his independent Tokyo-based studio. Silent Hill Macher. Na, Dicker, da würde ich schon wieder raus. Das hat sowas von Alan Wake, Bro. Bock gar nicht. Viel zu kompliziert, Bro. Viel zu kompliziert. Nee. Nee, man sieht auch voll schlecht animiert aus. Also, keine Ahnung. Guck mal, wie das aussieht, Bro. Ganz merkwürdig gespielt.
Ist das aus? Ab auf die Wishlist, ab auf die Wishlist. Ja! 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 Das ist es! Was ist das für ein Matrix-Film? Was ist das für ein Film? I am called Killer B. M&M und GTA oder so, weiß ich nicht. Quacko, vielen Dank für den Resub im 43. Monat. Dankeschön. Die sehen wirklich aus wie M&Ms. Ja, das ist eine Hier, das Rinderrouladen. Guck mal, da, Rinderrouladen. Ja, genau. Das brauch ich. I used to be an assassin for the Shadow Agency. Bro, was machst du? Guck mal, Pavlov. Until they lied to me and tried Israel. To kill me. Digga, die haben zu viele Matrix geguckt, die Developer. I'm gonna destroy them. Das sieht aus wie diese eine, wie... Was war das? Aber so Süßigkeiten. Danke, Levin. Hast du mir das? Oh, vielen Dank. Da ist Pavlov, guck mal. Ja. So wie Valorant gespielt. Das bin ich. Ey, das sieht geisteskrank aus. Falscher. Was ist denn das? Falscher, wenn du meinen Krankenkassenbeiträge nicht zahlst. Ja, und ich wieder komplett im Stream komplett perplex bin, Digga. Killer Bean. Killer Bean. Rein Early Access, Sommer 2020. Ich hoffe, das ist ein Core, ich hoffe, das ist Multiplayer. Glad you like that one. That was Killer Bean, a third-person roguelike shooter made by another single developer. Fossilie, Digga. Right here in Los Angeles, Jeff Liu, who previously worked as an animator on movies like The Matrix Reloaded. Fossilie, jede Butchuchli da. It's amazing what can happen in this industry. All right, to introduce their brand new game, please welcome from the Game Bakers, Hallo, Schmandi, a small moin. Independent studio in Montpellier, France, Audrey LePrince and Emmerich Toa. Hello, Jeff, everyone. I'm very happy to be here. When we created our studio, Emmerich and I, we promised each other to always come up with something new. So after Fury and Haven, we're here to introduce our new game, Cairn, a survival climber. Auf Steam steht when I was a teenager, my dad prepared an expedition to Mount K2. But half of his team und was ist mit der rechten Wacker? And I've always wondered why do alpinists risk their lives doch schon rein. In such extreme conditions. This is something we wanted to explore in Cairn. Cairn is a game about what it takes to go beyond the limits. You climb a mountain to reach a summit never reached before. And the climbing gameplay is a challenge. It's very bro, intense and der klingt doch schon so, als würde er die Mitte runterrennen, Bro. Von dem kann ich doch kein Spiel erwarten. And what you're going to see in the trailer is not from cutscenes. It's the actual climbing gameplay. You can see more later today during Day of the Devs. Steht da wie so ein Endgegner. Let's have a look. Was ist das für eine Hose, ja? Sie, ne? Ja, hab ich auch gedacht. So Elden Ring, Endgegner. Ich hab schon die Elden Ring Boss Musik im Hinterkopf gehabt. Wenn du sagst, we need bigger weapons, die holt die da raus. Okay. Jalla, nein, Digga. Nein, nicht mit der Höhenangst. Alte Bosch wird. Aber wer spielt denn sowas? Ja, ich fahre auch LKW den Tag über. Irgendeiner wird das machen. Aber das ist bestimmt voll schwer. Oh, Kalle! Das ist schon genug Horror für mich, Mann! Spiel, das kauften so die
Großeltern, die nichts von Spielen verstehen, ihren Enkel so zu Weihnachten und die stehen dann, also ja, sie gearschen und dachten sich, ich wollte aber, keine Ahnung, den neuen Fortnite-Skin. Ich habe schon BDO, Bro. Das ist auch wie ganze steile Wand hochklettern. I'm not meant to be here. I'm a fighter. I'm meant to be in the arena. In combat. But instead, I'm out here in the middle of the woods. Ist dein Fortnite Battle Pass oder nicht? Hallo Kitsi. So, what does running a tea shop involve? Wow, was ist das denn? Well, Animal Crossing oder sowas. Das sieht voll geil aus. And I've had to get used to also a pretty unique tea machine they've got here. None of these tasks are all that hard. They just need patience. And I'm not really the patient type. But I'm surviving. Hey, die macht Tee einfach als Tee-Shop-Simulator. Tea to our customers. And once that's done, I'll usually check the guy who owns the shop. To see if my help is needed anywhere. And when all the chores are done, sometimes I'll just sit on a bench. Die ist einfach eine Teeverkäuferin. It's not fighting. Voll das cozy Game, ja. Ja, ich glaube schon. Mach mal ein Scheiß, Schwester. And what's weird is that I actually feel good. Beide. I'm happy. I can stop running now. I can stop. I can stop. I can stop. Running. This is good for me. I need to enjoy this. I feel good. Oh, geht's dir gut? I'm happy. I'm happy. I'm ha- Manda, stopp. Wester war in Vietnam oder so, keine Ahnung. That was Wonderstop, the announcement of the next game from Davey Redden, the creator of the Stanley Parable. I sense there's a twist coming, as you would expect from him, and Ivy Road cannot wait to play that. All right, now here's a look at the story trailer for Unknown 9 Awakening, a narrative action-adventure game that tells the story of Haruna, a young woman born with the ability to venture into the fold, a dimension that overlaps our own. Turn your thoughts inward and focus on your shade. Do you feel it? I do. Your progress is impressive lately, Haruna. These are incredible. They called themselves the Sahin. Nine among them were chosen and shielded from death. The Unknown Nine. Does this have anything to do with why Vincent is here? Humanity has lived for eons at the mercy of the Nine. It's time we took control of our own destiny. Why are you so interested in Vincent, anyhow? He killed someone I loved. Remember stepping. Find your target and bridge the gap. You don't belong here. You're wrong. This is exactly where I'm meant to be. Ist das nicht Gwennifer? Ja, das Gesichtsmodell ist Gwennifer von wie heißt das Spiel? Gwennifer von Witcher. Ja, ja, von der Netflix-Serie. Ja. Hab ich mir auch die ganze Zeit gedacht. Das ist sie. Das ist sie. Herbst 2024. Hier, euer Monster Hunter Stories. Hier, 14. Juni nächste Woche. Gönnt euch, viel Spaß. Doch, doch, du wolltest doch spielen. So war es dann aber nicht. Ne? Doch, doch, du wolltest doch Monster Hunter spielen, Bro. Hier. Monster Hunter Rise 75%. Oh no, Ringe. Ah, delusion taken form walks into my great hall. V.
feel honored to fight a legend. Okay. On guard! To your greatest final chapter. Ich Elden Ring mit meinem Hammer. Entroll. Was? Enotria. Enotria. The last song. All right, we're back here live for more Summer Game Fest. The first Descendant, powered by Unreal Engine 5, is a next-gen looter shooter with dynamic cooperative gameplay, including a grappling hook mechanic. It is finally set for release, and we're very happy here. Das Destiny 2, ne? The new trailer and the reveal of the release date. Hallo Digislot. Das war's in Destiny. Loot Shooter. Die Welt, wenn es keinen Eistee Zitrone gäbe. Ich fühle Sci-Fi halt nicht immer, ne? Weißt du, ich bin kein großer Loot-Shooter-Fan, Leute. Ich habe Destiny 1 damals viel gespielt, aber seitdem nie wieder sowas angefasst. 2. Juli. Ich glaube, viele mögen immer solche Spiele. That looks awesome. The first Descendant will be available across PlayStation, Xbox and Steam. Wishlist it now and prepare for the release on July 2nd. And now, please welcome two developers whose hit indie game, Among Us, took the world by storm and a couple of game awards. From Inner Sloth, here are Victoria Tran and Forrest Willard. Among Us. Electric, du musst mir mal sagen, ob das ein Souls-like game ist. What's up, gamers? Can you believe they just let us be on this getrunken. Stage? Like, no chaperones. Like, I know. Can we announce something totally fake? Oh, do you think they'll let us do that? Among Us 2? Among Us 3? 4? Oh, all right. Well, turns out we actually have something very real we wanted to present to you all today. There's been so many great indie games in recent years, but it's also been no secret that it's kind of a rough time in the industry. Some devs don't really get the chance they deserve, so we thought we could help out a little bit.
That's why we're excited to announce our side project, Outer Sloth, an indie game fund we made that offers the kind of deals we would have wanted back in our less popular Among You days. This is our way of saying thank you to our crewmates, players, peers, by helping some games and devs have the funding and freedom needed to ship their games. Danke, alles mit Raid. And then we all get to play them, which was the real plan. Of course. I really want games. Outer Sloth is our passion project and dream for a better, more sustainable industry. We are really excited and incredibly, incredibly nervous to reveal it here and show you the current lineup of games we've managed to fund because of you. And don't worry, Jeff, it has your favorite, a ton of world premieres. Enjoy! Made Among Us. Immer tschadisch. Hi, I'm Ian from Shapeshot, and you may already be playing our first game, Mars First Logistics. We're Trinket Studios, creators of Battle Chef Brigade, and this is our card battler RPG, Battle Suit Aces. We are Studio Any%, and we're making the Marsfield Archives, a game about building and exploring connections. Hi, we're Midnight Munches. We just released a demo for One Button Bosses, our boss rush game with a single button to press and a ton of bosses to beat. Hey, I'm Husband, game director at Huscrofts, and this is Rogue Eclipse, our epic spaceflight action roguelike, where you'll have to customize and master your starfighter, take on merciless armadas, and vanquish a fleet of colossal super destroyers. And we do have one more game that's very early in development. Hi, I'm Eka, creative director of Outer Loop Games, makers of Thirsty Suitors and Falcon Age. In our new game, explore the world in an upgradable mech and cook up tasty dishes for local communities. Fight off corpos, discover new DOSA recipes, and reunite with your strange loved ones for one last meal. Project DOSA is a game about life, death, love, and food for the soul. Also da war ein One-Button-Game dabei. Extra Thanks, für Victoria and Forrest. Those all look fantastic and I can't Was alles jetzt ein Game? But all of those amazing indie games aren't the only thing coming out of Inner Sloth. Denke ich auch. Did you know that there's going to be an Among Us TV show? Wie das Ding von davor, Sounds die like eine he Plattform did. Yes, there's going to be an Among Us TV show. Check out this sneak peek. Eine Among Us-Serie... Oh nee, oder? Doch! Oh nee, oder? Oh nee. Das war Berserker Gameplay. Next, we have Sonic X Shadow Generations. A definitive greatest hit collection of 3D and 2D levels from Sonic and Shadow's history. Now it's time for a glimpse of Shadow's brand new powers and gameplay from a standalone campaign. As the official release date announcement. Irgendwo muss ich gerade an deine Koordinaten Switch denken. Wieso? Keine Ahnung, nie Sonic gespielt. Wieso muss ich dann die Koop denken? Naja, alles gut. Das macht voll Spaß. Ich sequest jetzt jeden Tag diesen Songmacker. Wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Ob Sonic, also aus dem Stream, sich nach Sonic the Hedgehog benannt hat.
Frage ich mich gerade zum ersten Mal, glaube ich. Also wenn ich das Gameplay sehe, mit seinem Musikgeschmack könnte es schon sein. Würde ich auch sagen, ne? Ja, würde ich auch sagen. Ich habe Sonic auf dem Nintendo DS damals gespielt. Das war cool. Oder gar, war es Nintendo? Doch. Ich habe mal irgendeinen neumodischen Film gesehen, ja? Mit Jim Carrey als Bösewicht. Exciting stuff. All right. In the upcoming online survival game Dune Awakening from Funcom, there is one small decision that unleashed a chain of events which set the stage Dune Awakening. For the story the player will experience. Let's find out for the first time. Sind die Filme so gut? Muss man das geguckt haben? The only piece I find is a future that never happened. Okay. Das ist okay. Ja, das ist okay. One where I, Paul Atreides, was never born. I created the future. Until it created me. But I see a narrow way. A path that might have been. What if my mother had obeyed her orders and given birth to a girl? Everything would change. Dr. Yue exposed before his betrayal. A world where my father lives. House Atreides surviving the Battle of Arrakeen. Sardaukar deployed to protect the Spice Melange. A war of assassins spreading across the planet. Fremen exterminated. No Muad'Dib. No Lizan al-Ghayib. No Kwisatz Haderach. All of my visions lead to horror. Except for this one. This one leads to you. MMO! MMO! More Dune Awakening coming Survival MMO? In August. Now it is time to see the announcement of another new game from a brand new development studio. Unschrouded wahrscheinlich oder so. Digga, mit Scrubber, mit 200 Plätzen oder so. Na, ja, ja. To tell us more about Battle Aces and show you the gameplay, here's David Kim from Uncapped Games. Thanks, Jeff. So Battle Aces is the RTS game for everyone. It's for players that are brand new to RTS as well as RTS veterans. We really want to bring the core fun of RTS to everybody, kind of like how games such as World of Warcraft did for MMOs or Hearthstone did for card games. So Battle Aces is an action-packed army versus army game that has a high emphasis on the strategy. We want to bring this type of very specific RTS fun to players in two major ways. First, we want to amplify both the in and out of game strategizing through unit decks
And what makes unit decks very cool is not only will players be able to define the exact way that they wish to play, but also players will be able to experience an endless Das ist das Strategiespiel zu dem Trailer, was wir eben gesehen haben. Genau, so fühle ich mich gerade auch. Bro, ich habe alles erwartet, aber kein Strategiespiel. So, if you want to learn more about Battle Aces, or if you want to sign up for our beta test that's coming up very soon, I don't want. Then please, Bro, Dixter Action RPG Shooter Anime Trailer und dann RTS, ja man. Dachte ich auch gerade. Thank you, David. That was fantastic. All right. Our next premiere unveils the exciting new destination for a game that Shadow dropped at the Game Awards last year. The Finals, with its unparalleled destruction. The Finals, das ist dieses Spiel in der Arena, wo man Shooter spielt, ne? Und diese Skills hatte, mit Sliden und sowas. Ja. Macht echt Bock. Sharpen your katanas and welcome to Season 3. 13. Juni, Season 3. Also es sieht cool aus, aber ich glaube, es ist nicht so cool, Bro. Ein paar Runden zwischendurch ist schon sehr lustig, muss ich zugeben. Danach wird es halt langweilig. Aber du kannst halt alles in die Luft jagen dort. Go bei den Sicherheitsbehörden melden. Oh, geil. Cute neue Map. 16. Jahrhundert. Wir haben mit Blumen so dran. Den Skin hol ich mir. Okay. Mach doch was rein. Lass da rein. Wirklich. Legit. Katana und so. Das ist wahrscheinlich die leichte Klasse. Ey, bin ich der Einzige, der gerade Jan gelesen hat, als da stand Ken? Ja, ja. The Finals in Kyoto. Alright, please welcome multiple Game Awards winner and a dazzling Game Awards performer, if I do say so myself, Sam Lake from Remedy! Boo! Oh mein Gott, niemals wieder, Digga, niemals wieder. Alan Wake, Digga, das ist halt so ein Schrottgame gewesen, Bro. Es war viel zu kompliziert, Mann. Es war viel zu kompliziert. Es ist viel zu kompliziert für ein Streaming-Game, Bro. I think that's enough. Thank you. Hi. You see, this is now the only way they let me come on stage to tell you something exciting news about Alan Wake 2. Many of you have been posting your Remedy game collection pictures on your shelves with Alan Wake 2 so far digital only. Ja, Schmanz, ich hab gar keinen Bock mehr, Wallah. Ich kann seine Fresse auch nicht mehr sehen. Mein Kopf ist komplett immer noch behindert davon, von dem Game. Physical Collector's Editions for Alan Wake 2 coming this fall. You can lock in your copy starting tomorrow. Next, we promised you some expansion content for Alan Wake 2, right? I'm thrilled to introduce you all to Night Springs. Werde ich nicht spielen. It contains three episodes with three familiar, fan-favorite, playable characters in mysterious, terrifying and quirky what-if-scenarios. It was a chance for us to really go out there. As if we already didn't. Night Springs will be playable in less than 24 hours. Ooh, tomorrow. Oha. Sorry, ich muss ganz dringend nach Australien, Leute. Ich muss Geschäftsreise. World premiere, I invite you to step into Night Springs. Night Springs, a special place, a shifting space, existing in a countless number of parallel realities. Different every time we set upon the road that leads us there, and yet always familiar to us. In
Night Spring. Das Ding hat so viele Sachen gewonnen. I'm in danger. Please, my number one fan. You're the only one who can save me. And I will come back for you, my love. And cut. Sean, I'm really happy. This is gonna get strange. I was the only one who could save the writer and the very soul of literature. Something was different. Who can ever truly know how deep the rabbit hole goes in? Niemals wieder. Niemals wieder. Niemals wieder. 8. Juni. Schwarzer Tag. Through the endless tides of time, they've come to these mythical shores. Das ist New World, ne? Ja, ja, bitte, bitte, oh mein Gott, bitte sei gut. Ja, ja. Das ist New World. Ja, Elysian Wilds. Na. Over the island's deepest secrets. Where ancient mysteries awaken. Where heroes are forged and demons are born. Okay, und was kommt jetzt noch? Digga, allein, dass die Mounts ein Jahr nach Release erst reingebracht haben, oder zwei Jahre. Die wollten das eigentlich nie reinbringen. Die wollten ja, dumm. Oh, oh. Dumm. 15. Oktober. Coming to PS5 und Xbox Series X. Ach, das ist die einzige Ankündigung von denen. Warte, das ist das Update, was auf PC kam von einem halben Jahr, oder nicht? Ja. Und das kommt jetzt auf Konsole? PS5 von Xbox. Ja, nur, mehr nicht. Bro, lass los. Lass los, lass einfach los. Nein, bitte. Digga, die haben ein halbes Jahr lang keinen Content gebracht lass für Konsole. Lass los, Bro. Lass einfach los. Jetzt hast du drei neue Mitspieler von Xbox. And speaking of Honkai Star Rail, Puyo versus latest. Das ist so bad, Leute. Das ist so bad, dass New World diese Aktion noch bringt, Digga. But there's more. A sneak peek at the upcoming expedition featuring a beloved character who is clearly ready for the forthcoming journey with her brand new look. War das Honka Star Rail? Ja. Why do people choose to sleep? Ich kann nicht mehr. Ja, gönnt euch. Dafür ist das Spiel über ein halbes Jahr lang hat kein Konto bekommen. Wir haben jetzt Osterhasen-Event. Jetzt. Ja, es ist. Digga, das Spiel ist tot. Das ist nicht, weil das kein Content kommt, dass da was krasses kommt. Das ist so für alle, die so Anime-Profilbilder haben, das Mobile Game oder was jetzt? Das PC? Das ist auf allen Plattformen vertreten. Ah, okay. Ist das ein Gacha? Das ist ein Gacha Game, ja. Okay. Du hast wie Genshin. Wundert mich nicht, dass Exe sich damit auskennt. Honkai ist, glaube ich, at home das erfolgreichste Gacha-Game. Na krass. Kriegt dafür immer Werbung auf Handy. Ich habe auch mal eine Stunde im Stream gespielt für eine Kooperation. Ich hab Hero Wars durch, dann krieg ich das auch durch. Iron Mace? Darken Darker! Die hatten einen Rechtsstreit, weil ihnen vorgeworfen wurde, dass sie was geklaut haben. Und jetzt haben sie ein eigenen Client rausgebracht. Darken Darker. Hast du gespielt? Ich hab's ein bisschen angeguckt und angetestet, aber ich hab's mehr geguckt als gespielt. Ist echt actually nice, Digga. Die hatten halt einen riesen Rechtsstreit, ne? Weil den Developern vorgeworfen wurde, dass sie aus der früheren Beschäftigung Assets geklaut hätten. Richtige Mehmet Gökers.
Und jetzt haben sie ihren eigenen Client rausgebracht und haben das Free-to-Play gemacht, soweit ich weiß. Und vorher war es auf Steam. Erst kurz gedacht, dass das ein Ball hat. Also actually ist das schon nice, das Game. Das hat Spaß gemacht. Oh, Rax. Ist wieder auf Steam, okay. Ja, die mussten das. Ja, ich seh's, okay. Die mussten es halt runternehmen von Steam erstmal. There you have it, the Unforgiving Fantasy FPS Dungeon PvP Adventure. Weiß ich noch nicht. Dark and Darker is now live on both Steam and Epic Game Store today. So play it this weekend. All right. Lots of fans are joining us here in person at the YouTube Theater, and we thank you for that. And ahead of the show, 4 lucky fans were upgraded to our VIP section thanks to the Discover Orange Ticket upgrade. With Discover, you don't have to be a VIP to be treated like one. All right, now here's the announcement of the release date. Sie sieht einfach aus wie Adele. Ey, der eine sah aus wie Hades, Digga. Nur Hades so. Okay, Bro. Digga, was hast du von Hades seinen Eiern, Digga? Lass ihn doch mal in Ruhe, meine Räume. Hades mit 30 Kilo mehr, einfach. Was ist das hier? Ey Mann, die müsste man so ein Dynasty Warriors wiederbringen, Mann. Das wäre krass. Ich kann deinen Urteil nicht mehr glauben. Ich spiele New World und Box auf neuen Platz. Ey, zu früh. Mach nicht. Nein, von einem Pokenspiel einfach. Digga, es ist. Ich werde es weiterspielen. Mein. Lass los. Volker, ich hab gehört, du brauchst ein neues Schei. Ja. Ich bitte mich an. Ziemlich hoch. Neuer Charakter, den die in Honkai angekündigt haben. New World tot, Digga. Yeah. Digga, auch noch, Digga, Exodus ist halt echt so ein Fußmensch, ne? Guckt euch mal das Bild an, was er geschickt hat, Digga. Exodus! Was würdest du alles dafür geben, dass du unter dem Fuß da stehst? Hallo, Akai Metze, moin. Ja, Ohan, das glaube ich auch. Aber Gaming ist doch auch immer weit verbreitet da und ich würde halt so diese. Ja, weiß ich nicht, krassen Grafikkarten, ne? Vielleicht liegt es ein bisschen daran. Ja, die werden New World niemals auf PS5 spielen. Dein Quality Game ist geisteskrank. Ja, lass doch mal los, New World ist jetzt schon der Erstspieler. Gott! Geil! Das sieht so clunky aus, ne? Das sieht so clunky aus. Aber es sieht auch so witzig aus. So wie Fall Guys? Ja, so ein bisschen, ne? Ja, Boat Simulator. Okay, da kann man krass Fitner machen, Schmuck. Ja, da kann man wirklich Fitner machen. Ja. Stell mal vor, das spielst du besoffen nach Edison. Aber lass echt machen, ja? Das ist gut, das ist echt gut. Oh, ich will diesen Baum, mal diesen kleinen Schäfer und da, wie siehst du denn? Oh, bitte, weg mit dir! Ja, das ist es! Pavlov, wie sie Rinder und Schmucko trägt. Ja. Urdo, wie er vorm Edel so verbockt. Party Animals. Das sieht halt nach einem richtig geilen Partyspiel aus. Gibt's das schon? We know you may have heard the stories about the fine people here at Amcor. So we wanted to take this time to dispel any of these completely unfounded rumors and allegations. And reassure you that things here at Amcor and the city of San Francisco have never been better. Things are going great. Cool. We have absolutely nothing to hide from the citizens.
Everybody here ist das nicht Hades, Rinder? We think this town rules. Why would we hurt a town that rules? I can't stop thinking about how you're saying we're selling the city for scraps. That makes me sick. That makes my whole family sick to their stomachs. My wife hasn't been on the toilet for weeks because of what you're saying about what headquarters do to this town. All those lies. Everyone at headquarters is really good. Stop crying! $250,000 dafür bezahlt. This is how businesses are run. Now you should have known that when you were hired on, okay? Jack, tissues, come on, pal. Ah! Come on, faster. That's not about this. That's a father and son. That's actually a home. Yeah. We love it here at M-Corp. And we are not going anywhere. We'll be here a long time. Bro, what the fuck ist das? Ganz komische Werbung. Was war das jetzt? Für was ist das eine Werbung? Irgendein Lab. Irgendein Lab. Ja, das war wahrscheinlich Online-Version von Wirecard. Was war das? Skate 4. Hey, Jeff, how you doing, bud? Oh, crap. Some really bad stuff's happening out there. They're gonna need a lot of help cleaning that up. That's bad. Oh! I mean, ich habe früher echt viel Tony Hawks gespielt, ne? Extrem viel, auch so im Koop und so. Aber Bro... Skate hat brutal Bock gemacht. Ja, also Tony Hawks hat halt auch Spaß gemacht, aber Bro... Bro... Aber lass mal so ein bisschen Kickflippen, Bruder. Nein, niemals. Ich bin da raus. Du musst so ein Ollies machen. Das bringt dich auch nicht mehr aus deiner Midlife-Crisis. Very exciting that people will finally be able to play Skate on console in the near future. Our next world premiere is an indie sensation from Japan that is adorable, deadly, and has over 25 million players worldwide. That's right, I'm talking about Pow World. I mean, just look at the giant depresso. Cheer up, buddy. It's Summer Game Fest. Now, here is the first major update announcement. A whole new island is coming. Oha. Oh. Oha. Kirschblütenbäume. Sakura Hima Update. Boah. Oha. Arena! Ach was! Ich hab einfach 1:1 Dark reingeklaut. Digga, Palworld hat schon immer Spaß gemacht. 27. Juni, ey, heftig! That was high on the Steam charts. Congrats to PowWorld on the new update. Gisela, next up, we've got a big announcement from Valorant. Here's Andy Ho and Anar Gilfison from the Valorant dev team. Guys. Oh, nein. Oh. Thanks, Jeff. Oh, nein, Pavlov. Oh, nein. Das kommt oh, nein. 2020, we have been fortunate to serve players in their pursuit of what we call the Valorant moment. The big plays and clutches you make while all eyes are on you. Millions of players all over the world have earned their own Valor moments on PC.
And today, the stage is set to welcome a whole new group of players. Let's take a look. Weiß nur nicht, Chiller. Target down. Hab, erklär mal, was ist da neu? Weiß ich, also bis jetzt noch nichts. Was soll denn jetzt neu sein? Hallo, was ist das? Das ist Bot-Gameplay. Das sah beim letzten Stream aber ganz anders aus. Es kommt auf Konsole, Mann. Aim Assist, oh mein Gott, nee. Ist es dann Cross-Server? Safe. Ferrat, vielen Dank, Luis, ab dem 7. Monat mit Tier 3. Das ist Land der Perim. Vielen Dank. Was hast du gesagt, Rinder? Mal dann die ihren Namen liegen willst, damit die anderen noch spielen können. Nee, lass aber mal. Davon hast du beschrieben. Ist da irgendwas neu bis jetzt? Niemals nee, Crossplay. Ich komme einfach nur auf Konsole. Ich hoffe Crossplay, damit die PC-Lobby so richtig scuffed wird. Nee, man kann mich schon entscheiden, Cross oder normal. Safe. Also so stellt sich Pavel vor, dass sie spielt. Viel besser. Die Clips. Oh oh. Ja, Xbox Series X. Xbox. Hallo Ötzi. Danke für das tactical gameplay. Everything you just saw was captured on console and with a controller. Valorant is coming to PlayStation 5 and Xbox Series X and S this year. Our limited beta starts June 14th and you can sign up right now at beta.playvalorant.com. We are so excited for your input to make sure that Valorant plays great on console. Bitte crossplay, we bitte hope crossplay, to see you soon crossplay. In the limited beta. But before we go, yeah. Here's the head of Valorant Studio, Anna Donlin. Thanks, guys. Hey, everyone. One of my favorite things about Valorant has been seeing the community build the game and the sport right along with us. For the last 4 years, we have been on the most amazing journey. Bringing Valorant to players all around the world, most recently to China, where I'm currently a Valorant Masters, one of our largest global tournaments and community celebrations. Seeing the community evolve as new players bring their passion and expression to Valorant has been the biggest joy of the ride so far. And now we are ready and so, so excited to welcome a whole new group of players onto new platforms. We hope you'll join us, and we can't wait to see where you take us next. Also das Ding ist, man muss den echt lassen, die Charaktere sehen halt echt cool aus, ne? Das sieht halt alles schon ziemlich nice aus. Ich hab bloß gesagt Bescheid, wenn dein Charakter ist. Ich spiel jeden, also nicht jeden, aber einige von denen. Oh, die Account. Wie heißt die, Pavlov? Ida? Fate. Heftigst überhaupt. Würdig. Nee, Mann, Sage besser. Ich sag, vielleicht sollen wir doch anfangen, das sind Frauen. Boah, die haben locker eine Million gezeigt. Guck mal, wie lange deren Werbung geht. Ja, also der Pro-Trailer eigentlich 250.000. Wo steht mein das? Mein ganzes Skin-Geld ist da drin.
Bitte? Exciting to have Ryan on console with Valorant. Thanks for the team. Thanks to the team at Riot for sharing that with us. Was schicken auf Discord oder? Our next announcement is a big deal from our friends. Fate is Türken, by the way. 5 weeks of deals with Summer of Dash Pass. Sign up for Dash Pass now for $0 delivery fees and get 50% off your next DoorDash order. Now, here in the audience, we've got a guy who is normally co-streaming our shows, Yong Ya, who is also an amazing voice actor, who's been in countless games such as Like a Dragon and God of War Ragnarok. Well, next week, Yong is going to be voicing a character in a movie, Inside Out 2, where he plays a fictional video game character, Lance Slashblade, and we've got your exclusive first look. Check this out. Welcome to your eternal fate. Lance Slashblade? But he's a video game character. Meine Ex-Freundin hat gesagt, ich bin der Rote mit dem Hemd. Was willst du mir damit sagen? I long to be a hero. But darkness. Die haben jetzt eine neue Emotion reingebracht in dem neuen Film. Night. We were all banished here. Deemed unfit. Worthless. Don't you dare say that. You do not deserve to be thrown away. One second, Lance. Don't you remember his power move? I'm coming for you, Riley! Oh, yeah? Watch this! Come on! No one is totally worthless. But I am a warrior cursed with a feeble attack. Then you must make your curse your gift. Shield yourself, my friends. Ich hab dir auf Discord geschickt. Danke. Klingt aber irgendwie nach Hörensagen gerade. Oder Esquire, ich weiß nicht, wer die sind. The number one gaming monitor brand in the US, Samsung, just released new 2024 monitors for gaming, work and entertainment. Scan the QR code now to get up to $300 Samsung credit when you purchase through June 17th. Der Film ist echt nice. Ich hab den ersten Film auch gesehen. Das ist jetzt der zweite Film, der jetzt rauskommt. Jetzt nächste Woche, glaube ich. Summer Game Fest 2024! Mr. Chang! Digga, Bro, Digga, so eine Legende. And yes, Chicken does look a lot like Ken Jeong. And today, Chicken is excited to share a new game that Chicken and Chicken's buddies are in. Warte, mach mal kurz gleich, ich hab Bock drauf. You fight monsters, collect lots of shiny things, and Chicken has a big role. Ihr wisst, wer das ist, ne? Ja, ja. Fuck you. Ja, ja. Squad up. I mean, Kakadoro. Hangover, ja. What's going on? Who are you? Look at your phone. I'm the Chicken. We're here to make your life more fun. I'm fine. I drink right out of the carton. I don't think you know the definition of fun. Come on, get up. I am butt naked from the waist down, so. Digga, ist das Liam Wood? Get out of the bed. Nein, nicht Liam. Das ist die Hangover Cast. I think I'm an excellent candidate for the job because. Nein, das ist da ganz links. Das ist doch Thor. Ja, das ist Thor. Heath Ledger. Nein. Liam. Liam Hemsworth. Nein, nicht Liam. Chris Hemsworth. Which is why der Bruder. You'll have the job. Congratulations. What's the parking like? There's more where that came from. Oh, I hope not. Der Staat ist doch Samuel Jackson, Bro, er hat ihm ein Ei gegeben. Er hat ihm ein Ei gegeben. Your mind. Der Staat ist doch Samuel Jackson. We're bringing out a different story. This time I'm mistaken. Forehanding you a hard word. Was machen die ganzen Hollywood-Schauspieler da als Werbung, Digga? Ein Supercell. These clowns. You call this a squat? Pathetic. Imposter. Jinx. 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 No, you Jinx. You supposed to be a lumberjack? Hey, you wouldn't happen to want to go chop some trees, would you? I'd be delighted. I think our job here is done. Where are you going? You can't leave. Yeah, I never. Bro, das sind so krasse, heftige Schauspieler, ne? Auch der eine andere, Baba. Das ist der Erzfeind von Dings hier, Rocky gewesen. Und auch dieser andere Holzfäller, das ist der Holzfäller, der auf TikTok Bäume fällt. Dieser Dings hier, Influencer. Der einfach nur Äxte ja, austestet. Ganzen, da, wo die ganzen weiblichen Schauspieler immer feucht werden, Digga.
und darauf reagieren, wie er irgendwelche Bäume fällt, Digga. Und guck mal, wie lange die Werbung geht, Digga. Was haben die dafür gezahlt, bitte? Alright, please join me in welcoming to the SGF stage. Ich weiß immer noch nicht, wie das Game heißt, ne, by the way. Wie hieß das Game jetzt? Irgendwas mit Squad. Hi, thank you, Jay. Monster Hunter Wilds の Monster Hunter Wilds 映像を持ってまいりました。今回ですね、スクワットバスターですね、後半にですね、完全新規で、今回初お披露目の大型のモンスターも出てきてますので、そちらも注目していただけたらと思います。Thank you, Jeff. Hello, everyone. We've prepared a very special trailer today for Summer Game Fest. I want everyone to be on the lookout for a very mysterious large monster near the end of the trailer, as it's an important monster within the game. はい、本作ではですね、没入感とアクション、こちらの融合を目指して開発を進めております。モンスターハンターワイルズは2025年にプレイステーション5、Xbox シリーズ XS、そして PC で同時発売となります。また、今回はですね、プラットフォームの一緒に遊ぶことができますので、そちらも楽しんでいただけたらと思っています。As you'll see, we're working to deliver a gaming experience that merges immersion and action. I hope players look forward to playing with their friends across different platforms when the game launches simultaneously in 2025 on PlayStation 5, Xbox Series X and S and PC. はい、最後になりますが。2025かもしれないです。4月に行われるゲームズコンのオープニングナイトライブ。こちらの方でも新しい映像を持っていきますので、皆さん楽しみにしていただけたらと思っております。またですね、ゲームズコンではですね、初のプレイアブルのできるような形で出展も考えておりますので、そちらもぜひ楽しみにしていただけたらと思っています。Lastly, there will be a new trailer for Monster Hunter Wilds at Opening Night Live at Gamescom in August. And our first public hands-on playable demo. Oh, auf der Gamescom kann man spielen. Im August. Oh, let's go. Thank you. Ein Grund mehr dahin zu gehen dann. Flashbacks. Why are you here? You can't do this alone. We need to shake them off. Follow me. Get up. Here it comes. There's too many of them. Watch out for that glove. I will draw its ire. Cover me. You got it. Be careful. Be ready. Make it to the rocks, we may lose them. As I feared, it picked up our scent. I'll handle it. You find someplace safe. Thank you. Wie heißt das Monster Hunter, was jetzt gerade draußen ist? Das aktuelle? Thank you, Ryosa-san. We will see you at Gamescom. Hallo, der Mopsi, vielen Dank. Hallo, moin. During last year's PlayStation Showcase, the game Monster Hunter Rise und World. Was ist neuer? Also Rise und World war der Vorgänger von Rise, richtig? Well, I'm honored to share with you the brand new trailer for the game featuring all Rise ist neuer, ja. Okay. Here's our final ich habe World gespielt damals. Phantom Blade Zero. Von meiner Streamingzeit 2018. Anfang 2018, Mitte 2018, irgendwie sowas. W-
Was ist Phantom Blade? Das sieht übel geil aus. What the fuck? Das ist so eine Mischung aus Sekiro und Black Myth Wukong oder was? Turn back before it's too late. Ich denke vor allem die Musik dazu, Digga. What the fuck? Boah, Junge, was zur Hölle? Was ist das für ein Game? Geisteskrank, das sieht geil aus. Ja, das sieht nach echt viel Spaß aus. Chat, wieso weiß ich nichts von dem Spiel? 2024 World Tour Demo. Gamescom. Auf der Gamescom in Köln. Im August. Ey, das sieht wirklich schon aus. Das sieht schwer sein. Hallo Battery, hallo Yammer. Wieso weiß ich von diesem Game nichts, Leute? Wir haben so viele Variety-Spieler in dieser Community und keiner von euch, sag mal, Wacker Phantom, Pain, Phantom Blade musst du dir angucken, am Nachräumen. Thanks, Joy, and we have so much more, so stay tuned, because Day of the Devs is coming up live right now on the stream, featuring an hour of indie game reveals, including the next game from Cappy, and that's followed by Devolver Direct. Now, keep checking SummerGameFest.com for other event streams this weekend, and we'll see you again live this August 20th in Germany for Gamescom Opening Night Live. Thanks for watching, everyone. Remember, Day of the Devs starts right now. Da kommen jetzt noch mehr Spiele. Gucken oder nicht gucken? Die Frage ist, was genau kommt denn jetzt? More Indie Game Reveals hat es geheißen. Warte mal, auf der Seite war auch Plan, was gezeigt werden soll im Moment. Day of the Devs. Dragon Ball haben sie schon gezeigt. Nein, ja mal. Wir können ja mal kurz ein bisschen reingucken. Um so ein Gefühl zu bekommen, was das ist. Alle Termine und Uhrzeiten im Blick. Day of the Devs. Was sind meine Top 3 aus dem, was wir gesehen haben? Black Myth Wukong, dieses Phantom Blade am Ende, was wir gesehen haben. Wie mit dem Knast ausbrechen. Nee, nicht das, sondern das mit den Zombies. Mit den 8 Player Co-op Game Survival, wo man sich gegenseitig finden muss. Und dann quasi Permadeath erleidet, wenn man stirbt. Das, glaube ich, könnte richtig gut werden. Da war generell viel bei, was man im Stream spielen kann. Ja. Killer Beans. War auch geil. Aber war Solo-Play. Was mit dem Fasulia-Game? Killer Beans. Das ist Solo-Game. Laut D-Break, der hat gerade gesagt, dass das ein Solo-Game sein soll. Hi everybody, and welcome to the Day of the Devs portion of the show. Day of the Devs is a non-profit organization whose team of volunteer curators scours the globe. To meet them today, as well as enjoy their games. And there's nothing else to worry about, so just sit back and relax and enjoy Day of the Devs Summer Games Fest edition. Oh, that's a prop.
We love Cappy Games at Day of the Devs. They've been making incredible games for 20 years up in Toronto. You might know them for games like Below or Super Brother Sword and Sorcery. Or maybe you know their incredible puzzle games like Grindstone and Might and Magic Clash of Heroes. Well, if you're in the latter, we're very excited to announce their next great puzzle game. Hi, I'm Eileen from Cappy Games. And I'm Dan, Cappy's creative director. We're so thrilled today to be able to give you a first look at what we've been up to at the studio since releasing Grindstone. Introducing Battle Vision Network. Bang that strike. EVN fuses cozy, color-matching puzzle gameplay with deep turn-based tactics to test players in fast-paced online battles. It's a 1v1 puzzle battle in the galaxy's most watched sport. Battle Vision Network is a spiritual successor to one of Cappy's most beloved classic games. Oh, Leute, ich glaube, ich würde hier das Thema beenden. Ja, das sieht alles nicht so geil aus. Also ich würde hier an der Stelle das Thema Summer Game Fest beenden. Falls ihr es noch weiter gucken wollt im Chat, ich lasse euch den Link im Chat. Hier. Ja, also ich würde sagen, meine Top 3 Games, auf jeden Fall Black Myth Wukong auf 1. Dieses Phantom Blade sah übel nice aus. Ich habe ja angekündigt, dass ich nach dem Elden Ring DLC Sekiro zum ersten Mal spielen möchte. Und ich habe halt damals Nioh 2 gespielt gehabt. Und deswegen, also ich denke, das könnte alles ziemlich geil sein. Und das sind halt auch alles so Games, die in derselben Kulisse spielen, ne? So japanisch, asiatisch angehaucht. Und dann, was ich halt auch nicht so gedacht hätte, aber dieses 8-Korb, dieses, was, wie hieß das? No Room for Hell 2. Das sah halt auch ziemlich interessant aus. Zu 8, ich glaube, das könnte so streamtechnisch richtig witzig werden, wenn man da mit 8 Leuten reingeht und sich so irgendwie gegenseitig finden muss und so. Das könnte wirklich nice werden. Was sind eure Top-Games? Nennt mir mal euer Top-Game, worauf ihr jetzt irgendwie gespannt seid, was jetzt hier gezeigt wurde. Also ihr im Voice auch bitte. Bei No Room for Hell 2 schließt mich an. Dann das mit den M&Ms. Das sah Killer Beans. Aus. Ja. Aber soll ein Einzelplayer sein, ne? Ja, sah trotzdem funny genug aus. Ich bin gerade am Überlegen. Ja, von den großen Titeln. Hier, das Phantom Blade Zero. War irgendwas ganz am Anfang, wo ich dachte, boah. Ja, danke, Giovanni. Werde ich mir merken. Ich muss sagen, das, was ich von Monster Hunter Wilds gesehen habe, hat mich nicht so überzeugt. Ich meine, da kann alles noch kommen, aber ich habe jetzt nicht nach dem Trailer das liegt gedacht. Aber auch, ja, das liegt vielleicht aber auch daran, dass wir halt sonst nie Monster Hunter gespielt haben. Oder also, ich habe halt wenig gespielt. Ich habe damals auf PlayStation 2 ein bisschen was gespielt und dann, ich glaube, auf der PSP oder PS Vita oder so, da gab es auch was mit Monster Hunter. Das hatte ich auch gespielt und dann. Das war Freedom United 2. Tamam Schmuckus, Chokyasha. Und bei Kong gerannt ist. Und dann halt Monster Hunter World hatte ich damals gespielt, 2018 irgendwann, bevor ich angefangen habe zu streamen. Ich lese hier im Chat Monster Hunter, Phantom Blade und dritte weiß ich nicht. Erstens Wukong, zweitens Phantom Blade, drittens Monster Hunter, viertens Civilization. Laut Makash nichts, man kann PC verkaufen. Power Rangers statt Yumiui. Stimmt, ich fand auch ein bisschen schade, dass nichts kam zum Thema Resident Evil 9 oder zum Resident Evil 5 Remake. Das fand ich auch ein bisschen schade. Hatte ich auch ehrlich gesagt ein bisschen gehofft, als ich Capcom gelesen hatte. Pavlov, worauf freust du dich? Auf Valorant auf Konsole? Nein, nein. Aber ich fand dieses Kampfpass voll geil. Was war das nochmal? Aber auch dieses Phantom. Ach, stimmt, stimmt. Kaffbass, war das mit dem Prison Break? Ja, ja, genau, das. Da gehen wir rein, Puffluff, aber... Da gehen wir sowas von rein. Aber wirst du auch Tee kochen in dem Spiel? In dem Nein. Okay.
Aber Wacker hat auch ein Spiel vergessen. Alan Wake 2. Nee. Auf gar keinen Fall. Dragon Ball, Monster Hunter, Wukong. Hier, First Descendant scheinen auch einige. Ich bin da raus, Leute. Ne? Ich loot Shooter und ich. Ne, ich sehe mich da nicht drin. Ich kann mir vorstellen, dass das vielen Spaß macht. Und Destiny 1 war damals zum Release auch echt geil. Aber. Ja. Habe auf Throne and Liberty Release-Datum gehofft. Ja, stimmt. War aber, ja auch nur der erste Tag. Es kommen ja noch einige Spiele. Das geht jetzt die nächsten zwei Tage. Ja, aber ist. Genau. Und ist Throne. Ich habe heute kurz ein Video gesehen, das hat mir ein Kollege geschickt von Jesse Rocks, der ihrem. Quasi so eine Art Wette gemacht hat, zu sagen, am Sonntagabend wird DLC von Diablo 4 zumindest announced, was gezeigt und wir kriegen Release Date. Deswegen schon mal gespannt. Jetzt habe ich vergessen, was ich nochmal fragen wollte. Also das, es gibt jetzt jeden Abend so ein Showcase, also morgen und Sonntag auch? Der Plan sagt, warte, Showcase, Termine und Überblicke. Ist der Chat Schmucko so Typ, er fährt im Urlaub und hat so einen Plan dabei, wo er lang muss. Vielleicht. Also, heute Morgen ist Putin. Day of, also jetzt ja? ist Day of the Devs, Devolver Direct. Und dann werden Latin American Woman-led Game Show, Future Game Show, also es läuft vom 8. und 9. und 10. Juni noch. Und am 10. Juni ist Ubisoft Forward und dann Xbox Games Showcase Deep Dive. Und Leute, am 9. Juni um 19 Uhr ist Xbox Games Showcase. Das ist wichtig. Okay, passt auf. Samstag, also morgen, weiß ich noch nicht, ob ich streamen werde. Ich werde vielleicht streamen. Gegen Nachmittag werde ich dann erst live gehen können. Aber ist noch nicht ganz klar. Vielleicht bin ich auch feiern am Morgenabend. Und Sonntag bin ich auf jeden Fall da. Montag bin ich auf jeden Fall da. Und wenn ihr irgendwie das... Also es wäre schön, wenn ihr mich updated halten könntet zu dem ganzen Thema. Und wenn da irgendwie geile Sachen sind, also irgendwie im Plan steht irgendwie wieder sowas wie heute, gerne. Ich habe da Bock drauf. Morgen ist Future Games Show. 1,5 Stunden. Von wann? Ab wann? Ab 21 Uhr. Ich habe dir gerade den ganzen Plan geschickt auf Discord. Okay, ja. Sollte ich morgen live sein, gucken wir uns das gerne an. Okay, dann verabschiede ich mich erstmal von euch. Danke im Voice. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns im Streamchat. Und ja, danke, dass ihr mitgemacht habt. Tschüssikowski. Tschüss. Tschüss. Ciao, gute Nacht.